danke für die freundliche Begrüßung. Ich danke für die Einladung. Und ich will versuchen, es ist angesprochen worden, in einer Kurzfassung zu dem Thema Stellung zu nehmen. Dabei kann es weniger um meine Einstellung selbst gehen, als darum, wie wir alle miteinander die Situation in Köln bewerten, sehen und angehen wollen und was wir eventuell als Einzelnen in der Gemeinschaft all derer, die daran interessiert sind, dass die Situation sich bewegt, tun können. In diesem Jahr jährt sich zum 50. Mal der Beginn des Konzils, des Zweiten Vatikanums. Das heißt, im Oktober 62 wurde das Zweite Vatikanum eröffnet. Wir haben alle in Erinnerung, welche Rolle damals unser Kardinal Fritz gespielt hat, um das Konzil auf halbwegs vernünftige Schienen zu bringen. Aber wir haben auch erlebt, dass in den 50 Jahren seitdem nicht nur viel diskutiert wird, viel unter den Tisch gekehrt wird und der Eindruck entstanden ist, dass die offizielle Kirche das Konzil gar nicht so ernst nimmt. Wenn ich mich jetzt hier frage, wie kann die Zukunft aussehen oder wie könnte ich sie mir vorstellen, dann möchte ich mich zunächst inspirieren lassen. Und zwar hier aus der neuesten Nummer von Christi der Gegenwart, ein Theologe namens Miggelbrink, der schildert hier Folgendes. Nach dem Konzil und auch vor 20, 30 Jahren gab es beachtlich viele Begabungen und Potenziale. Wir müssen mit Beschämung und Erschütterung zur Kenntnis nehmen, wie viele davon verschleudert und sogar aus der Kirche herausgedrängt worden sind. Es regiert zunehmend Konformismus, Unterwerfung statt Entfaltung, Disziplin statt Kreativität, Tradition statt Innovation. Dies habe für die Kirche fatale Folgen. Wenn ein solcher Geist des Kirchenmilieus auf das herrschende bildungspolitische Ideal von Freiheit und Individualität trifft, klaffen Kirche und Gesellschaft schon so weit auseinander, dass alles auf eine Nicht-Existenz der Kirche hinausläuft. Und er schlägt vor, was wir brauchen, ist, die unfruchtbare Einförmigkeit zu durchbrechen, zum Beispiel durch Formen der Organisation von unten. Entscheidend ist, dass noch genügend Menschen da sind, die bereit sind, genügend dafür zu tun. Und das ist ein Akzent, den ich aufgreifen möchte, den er hier nennt, Formen der Organisation von unten. Man kann nämlich auf der Basis viel mehr schon tun, wenn man es denn tut. Das ist sehr einfach, aber ich nehme als Beispiel die Problemlage von geschiedenen Wiederverheirateten, die aber doch in der Kirche dabei sein wollen. Und sie sind ja sogar verpflichtet, ihre Sonderpflicht zu erfüllen, dürfen aber nicht mehr zur Kommunion gehen. Und das ist ein Unding. Ich sage ganz einfach, wer es für richtig hält, und das gilt auch für konfessionsverschiedene Paare, wer es für richtig hält, den Gottesdienst überhaupt mitzufeiern, der soll auch konsequent mitfeiern dürfen, mit allem, auch mit dem Abendmahl. Und das kann man vor Ort einfach auch praktizieren, wenn man es denn tut. Ein anderes Wort von dem Bischof von Osnabrück, der gesagt hat, wir brauchen auch bei noch mehr Entscheidungsträgern der Kirche den Mut, neu an die Aufbrüche des Konzils anzuknüpfen und denen deutlich zu widerstehen, die das Rad rückwärts drehen wollen. Und das ist zunächst einmal die Richtung, in die ich auf den Geist vertrauen möchte. Denn den Geist, da dürfen wir mit rechnen. Und das erinnert auch an die Eröffnung des Konzils und die Eröffnungsrede vom damaligen Papst Johannes dem 23., wo er gesagt hat, der sprengende Punkt für das Konzil war die Aussage, nach der ein Unterschied besteht zwischen dem Wesen der alten Lehre von Depositum Fidei und der Ausformung ihrer Gestalt. Und damit deutet der Papst ja an, wir haben einerseits grundsätzlich die Lehre, aber wie sie zum Ausdruck kommt und wie sie praktiziert werden kann oder Gemeinde zusammenführt, da sind wir immer wieder gefordert von dem
von der jeweiligen Zeit ausgehend das zu berücksichtigen, was die jeweilige Zeit mit sich bringt und bedeutet. Oder wie der Herr Mickelbrink das gesagt hat, hier eine, dass da das Ideal, das herrschende bildungspolitische Ideal von Freiheit und Individualität ist zu berücksichtigen. Wir leben auf einem Bildungsweg, den die Kirche bisher nicht, oder die Kirche, die offizielle Kirche, das lernt, nicht wahrnehmen möchte, was sich nämlich in der Welt mittlerweile alles tut. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, mit den Ergebnissen der Gehirnforschung, mit den Ergebnissen der Neurologie, mit den Ergebnissen all dessen, was auch naturwissenschaftlich uns mittlerweile unsere Welt mitbestimmt. Man kann sich nicht zurückziehen in einen Raum, dem, wo dann man das alles außen lässt. Und das genau bedeutet ja, dass man auch im Blick auf seine eigene Glaubensgeschichte neu denkend sich in Bewegung setzen muss. Interessant war mir in einem sehr gescheiten Buch von Hubert Hauptfass, Glaubensverlust, warum sich das Christentum neu erfinden muss. Da zitiert Hauptfass Ratzinger aus dem Jahre 1969 als Professor in Tübingen. Das Zitat ist ein bisschen lang, aber es lohnt sich mal zuzuhören. Selbstgemachter und so schuldhafter Skandal ist es, wenn unter dem Vorwand, die Unabhängigkeit des Glaubens zu schützen, nur die eigene Gestrigkeit vereidigt wird. Selbstgemachter und so schuldhafter Skandal ist es auch, wenn unter dem Vorwand, die Ganzheit der Wahrheit zu sichern, Schulmeinungen verewigt werden, die sich einer Zeit als selbstverständlich aufgedrängt haben, aber längstens der Revision und der neuen Rückfrage auf die eigentliche Forderung des Ursprünglichen bedürfen. Wer die Geschichte der Kirche durchgeht, wird viele solche sekundären Skandale finden. Nicht jedes tapfer festgehaltene Non possumus, also wir können nicht anders, war ein Leiden für die unveränderlichen Grenzen der Wahrheit. So manches davon war nur Verranntheit in den Eigenwillen, der sich gerade dem Anruf Gottes widersetzt, der aus den Händen schlug, was man ohne seinen Willen in die Hand genommen hatte. Es ist ja interessant, das war 1969, wo er das geschrieben hat in seinem Buch »Das neue Volk Gottes«. Und wir wissen aus seiner Biografie, dass er in der Tübinger Zeit einen entscheidenden Knacks durch die Unruhen erlebt hat und sich so dann gewandelt hat zu dem, wie wir ihn heute erleben. Wo ich einfach Mut zu machen möchte, so sich einmal im Gedanken darauf einzulassen und dann mit den Möglichkeiten der eigenen Zuständigkeit zu sehen, was man tun kann. Also als Pastor zum Beispiel, ich kann nicht den Papst absetzen, ich kann auch nicht den Bischof wegschicken, aber ich kann vor Ort versuchen, den Leuten so zu begegnen, dass sie durch mich frohe Botschaft erleben. Und das muss nicht immer an die Regeln des Lehramtes gebunden sein. In dem Sinne einen mündigen Klerus, aber auch einen für den mündigen Klerus mündigen Laien. Denn sehr oft haben Kleriker dadurch Schwierigkeiten, dass Laien klerikaler sind, als der Klerus selber sein kann. Ich kann Ihnen kein Rezept geben, wie man das alles umsetzen kann. Ich kann Sie nur ermuntern, den Mut zu haben zu sich selbst, zu Ihrer Glaubensgeschichte und zu dem, wie Sie die Geschichte in Ihren Möglichkeiten und Bekanntenkreis weitergeben. In der Hoffnung, dass irgendwann auch andere das so kapieren, dass Kirche als Ganzes darin sich wieder trifft. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Man ist ja wirklich dankbar für geistliche Neujahrsansprachen, die davon absehen, die böse Welt zu beklagen. Ich denke, gerade das breite Spektrum dessen, was alles Kirche ist, im positiven Sinne, ist ja irgendwo auch ermutigend. Und ich denke, die Perspektiven, die können wir alle nachvollziehen. Und die Zitate, die Sie gebracht haben von Herrn Hauptfass, von Herrn Mickelbrink, die Referenten waren vor kurzem hier.
Und in Kürze haben wir den Bischof Kretzel aus Wien hier und haben Bischof Gallo, man muss sich das auch vorstellen, im Mai hier. Also ich denke, wir haben schon Leute, die auch auf dem Boden des Zweiten Vatikans stehen. Also Herr Professor Herngrad, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, vor allem auch dafür, dass es bei Professoren ganz selten, dass Sie die vorgegebene Zeit einhalten. Sie kennen das Programm, jetzt ist im Haus alles offen, Cafeteria, Bücherstube, hier unten das Foyer. Um 16:45, ja, also genau einer Stunde, geht es dann weiter wieder hier unten mit einem Beitrag von Herrn Kurt Gerhard. Also, vermögliches Kaffee trinken, unterhalten und so weiter. Bis dann wieder.